Bei der 3951 gibt es eine Neuerung, finde ich, und zwar diese Dachstromabnehmer. Die sind wesentlich filigraner, viel dünner insgesamt als bei den Vorgängermodellen, also bei denen, die ich zumindest kenne, auch bei denen mit Mittelmotor. Und die haben den Nachteil, wenn ich die so seitlich anfasse und dann so rausziehe aus der Einrasthalterung da, dann verbiegt die. Mal sehen, ob ich das da so ein bisschen. Ja, man kann es leicht erkennen, da verbiegt es gleich, die Enden gehen dann gleich so ein bisschen nach oben. Und aus dem Grund habe ich mir bei Sommerfeld die anderen Dachstromabnehmer gekauft, die Vorgängerversion von den vorigen 103ern. Die sind gerade an den Enden, also ist angehakt, gerade an den Enden ein bisschen stabiler. Und auch oben sind sie deutlich stabiler, weil ich fahre ja mit Panto angelegt an die alte Oberleitung. Und da ist mir das deutlich lieber. Und wenn es ein bisschen stabiler ist, und die sind trotzdem also aus meiner Sicht sehr schön vom Sommerfeld. Und hier sieht man nochmal den Unterschied. Original Märklin aktuell rechts und Sommerfeld links und auch ehemaliger Märklin. Da kann man jetzt sehen, was ich meine. Der ist am Ende, da wo ich ihn greife so und aus der Verankerung hochziehe, ist er schon ganz leicht verformt da am Ende. Und ja, das ist einfach nicht gut, finde ich. Was ich auch immer mache, ist ja ein Flüsterschleifer. Da bastle ich mir mal selber einer mit Kupferblech. Aber ich habe diesen hier entdeckt von Märklin, diesen durchgesteckten. Und der ist wirklich auch sehr leise, wieso ich jetzt auch vermehrt diesen hier einsetze. Kommen wir zu den Rädern. Was sie wirklich schön gemacht haben, sind diese Bremsen oder was da so mit drauf ist, da am Rad vorne sieht man das. Ich halte das mal so ein bisschen rein, ob ich das scharf kriege. Also es sieht wirklich sehr schön aus, was sie da gemacht haben. Ganz toll. Gefällt mir sehr gut. Märklin liefert ja mit 14,2, 14,3 Innenmaß aus. Und ich stelle es dann immer auf 14,0 ein, weil ich finde, sie laufen dann viel leiser und leichter über die Weichen und so weiter in den Weichenstraßen. Bauen wir es wieder zusammen. Man sieht schön, jede Achse hat hier Federn. Also sehr schön gemacht. Die Lokomotive kommt schon mit den neuen flacheren Märklin-Kupplungen. Das sieht man hier schön an dem Winkel von dem Bügel, der geht hier gerade hoch und der andere ist so leicht schräg und steht dadurch dann auch ein bisschen höher. Ich setze aber überall Rokokupplungen ein und deswegen werde ich auch hier Rokokupplungen einsetzen, weil ich habe es am liebsten, wenn überall die gleichen Kupplungen verbaut sind und in meinem Fall Roko Universal und deswegen bekommt die auch Roko Universal. So, gesagt, gemacht, gestorben. Fühlt man einfach. Also ich mag es einfach lieber, wenn alles gleich ist. Ja, Pech. Und ansonsten habe ich jetzt hier die Leitung alles wieder schön verlegt. Ja, genau. Passt. So, jetzt haben wir sie wieder zusammengebaut, die Lokomotive. Und lassen die jetzt mal ein bisschen warm düsen. Solange haben wir jetzt hier unten meine Teppichbahner aufgebaut. Jetzt gehen wir ein bisschen unter die Teppichbahner, lassen meine Referenzlok warm fahren und dann schauen wir gleich mal weiter. Jetzt lassen wir die zwei Loks hintereinander herfahren und programmieren so lang die Geschwindigkeits-CV, bis die Loks genau gleich schnell sind bei gleicher Tachoanzeige auf der Central Station 2. So, und wie man jetzt hier sieht, fahren beide 100. Und hier unten im Kreis, so sehen Sie, ja, fahren Sie jetzt wunderschön exakt hintereinander her. Und der Test mit einer
anderen Lok, beide 100. Und wie fahren sie? So, damit man das besser sieht, habe ich es jetzt mal ein wenig enger auflaufen lassen. Ja, ich finde, das ist so ganz okay so. Wir sind nämlich auf dem Merkel Messwagen ungefähr ja 120. Jetzt noch bei Tachoanzeige 80, können wir auch mal schnell gucken, wie sie das da macht. Ja, die fahren einigermaßen konstant hintereinander her. Und die 80 entsprechen dann ja ungefähr 100, ein bisschen mehr haben wir gerade gesehen, aber passt so. Hier 103. So, jetzt noch die Funktionen anordnen, weil ich, wie gesagt, ich glaube schon öfters gesagt, ich mag die immer gleich. Und jetzt so habe ich es jetzt angeordnet, dass die wieder ungefähr die gleiche Reihenfolge hat wie bei meinen anderen Loks. Und schönes Bildchen noch hinzugefügt. Mal sehen, ob ich das ein bisschen besser kriege. Ah, ja.